Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch haben meine letzten Videos gefallen. Falls du den nicht kennst, schau sie dir noch an. Vergiss nicht zu abonnieren und zu liken. Ich freue mich natürlich auch über eure Kommentare. Aber nun, lasst uns loslegen mit dem Video. Hey Leute, was geht, euer Frischkohle mal wieder am Start für euch, und ich weiß, es ist lange her, aber es gibt neuen Content und geilen Content. Ich habe es gerade zufälligerweise gesehen. Leider gibt es einen Nachthaber der ganzen Geschichte. Ich hoffe, wir kriegen das relativ gut hin. Ich zeige euch mal, wir hatten ja zuletzt das hier gemacht. Und ja, wir haben ganz viele kleine Scheißerchen hier sitzen. Da sitzt einer. Da sitzt ein Baby. Da habe ich vorhin noch einen aus dem geholfen, dass er nicht ertrinkt. Hier oben sitzen ein paar. Und wir werden die jetzt versuchen umzusetzen. Wir werden die versuchen einzufangen. Ich habe jetzt mal diesen Behälter hier gemacht. Also es ist so gesagt ein abgeschnittener Becher in einem Becher. Und darin ist diesmal ein Netz. So habe ich das jetzt schon oft genug gesehen. Soll gut funktionieren. Wir probieren es mal aus und wir schauen mal, was wir oder wie wir die retten können, die kleinen Scheißerchen. Denn ich möchte ja so viele wie möglich durchkriegen. Jetzt schauen wir doch mal, wie wir die am besten einfangen. Also ich glaube, hier mit dem Holzstäbchen funktioniert ganz gut, aber ich muss mich dabei kurz irgendwie anders da platzieren. Gucken, ob mit Stativ geiler ist für euch. Ich habe nicht gesehen, wann sie den Kokon gebaut hat. Ich konnte es nicht richtig einsehen. Ich habe die ganze Zeit immer wieder mal reingeschaut und wusste nicht, ne? Aber wir müssen festhalten, am 1.2., 1. Februar, war die Verpaarung. Wir haben den, keine Ahnung, Juli, also ungefähr die Zeit hat es jetzt gedauert. Aber wir schauen mal, was wir retten können oder was wir rausbekommen von den kleinen Scheißerchen. Ich hoffe, ihr könnt was sehen, weil ich kann es schlecht nachkontrollieren. Und ich muss die eine Kakerlake da mal rauspacken. Ja, die letzten Jungtiere haben es ja leider nicht geschafft, deswegen habe ich es jetzt mal mit dieser neuen Konstruktion probiert. Oder ich werde es damit mal probieren. Ja, wie kriegen wir die kleinen Scheißerchen? Ah ja. So, hier haben wir mal einen. Ich weiß nicht, ob man sieht. Oh, hey, nicht umfallen. Gut, du bist schon mal sicher. Im Behälter drinne. Ist auch schon einer von denjenigen, der schon mal eine Stufe weiter ist. Der ist, wenn er schon dunkel. Sehr gut. Da ist Patient Nummer 2 drin. Ich habe keine Ahnung, wie viele Jungtiere sie bekommen hat. 2 haben wir im Becher. 3, 4, 5. 5 kann ich gerade sehen. Da hinten sind noch ein paar drin bei ihr. Da müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Wichtig ist, dass wir hierbei die Kleinen nicht verletzen. Das ist genau das, was ich nicht will. Ein verletztes Jungtier. Weil sobald die noch so jung sind,
überleben die wahrscheinlich kleine oder größere Schäden gar nicht. Also ich ziehe jetzt vorsichtig die Fäden raus und dann haben wir die kleinen da dran. Das funktioniert ganz gut. So, der nächste ist drin. Also ich habe mich jetzt von der Methode mit dem Becher umentschieden, weil das letzte Mal hat überhaupt nicht funktioniert, weil wahrscheinlich überhaupt keine Flüssigkeit oder Luftfeuchtigkeit an die Babys rankam. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue jetzt mal so wie die meisten aus dem Internet das machen, die machen das auch so ähnlich wie hier. Also man hat dann hier zwei verschiedene Behälter, Behälter im Behälter unten mit Wasser reingefüllt. Oben ist dann dieser Strumpf, diese Socke, die so gesagt vom Wasser trennt und dass es trotzdem genug Luftfeuchtigkeit hat, bis die Jungtiere eine gewisse Größe erreicht haben und dann können die auch dementsprechend groß werden, ohne dass sie austrocknen. Und ich glaube, wenn ich bei mir war es der Fall, ich hatte zwei verschiedene Behälter, aber aus irgendeinem Grund vermute ich, dass da keine Luftfeuchtigkeit reinkam. Und da hat es halt dann, daran hat es geklemmt, würde ich sagen. Ich zeige es euch mal, die wir jetzt gerade haben. So. Die haben wir jetzt schon mal eingefangen, sind jetzt vier Stück. Wir gucken mal, was wir da noch so rausbekommen. Vier Stück sind bei Mutti. Aber ich bin froh, dass die Verpaarung geklappt hat. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Oh nein. Nicht vom Tisch fallen. Huh, geschafft, gerettet. Okay, funktioniert ganz gut. Also, wie ihr seht, ich lock jetzt den kleinen Scheißer zu mir hoch. Da kommt er. Oh. Mutti hat es auch gerade gespürt, dass ich da bin. Mutti gerade wach geworden ist, hat mich jetzt gerade beunruhigt. Was ganz gut funktioniert, ist, dass ich mir die Kleinen zu mir ziehe. Ja. Nein. Oh, wir sollten es lassen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, wo sie ihr Junges hingeschlagen hat. Scheiße. Wir hoffen mal stark, dass es noch lebt. Wir machen so, ich halte es im Auge behalten. Wir machen daraus aus dem Video einen Zweiteiler. Und sobald ich sehe, dass wieder eins von den Jungtieren weiter vorne ist, schnappen wir das uns zusammen. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil ich will jetzt nicht, dass sie die ganzen Jungtiere versehentlich schlägt. Ah, nee, da hinten sind alle beide. Ich sehe sie da hinten.
Das 1, das 2. Aber was wir machen können, ist, wir gucken mal, ob es noch trotzdem noch mehr geworden sind. Also man sieht auch hier oben, hier, ich zeig mal hin, hier ist noch eine kleine Haut. Das ist von den kleinen, die jetzt schon ein bisschen dunkler geworden sind. Ich weiß halt nicht genau, wann sie schon den Sack rumgetragen hat mit sich. Ich wollte es ja eigentlich dokumentieren, aber ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil, wie ich schon eben gesagt habe, die haben halt keinen großen Sack, den die mit sich rumschleppen, und den habe ich wahrscheinlich nicht gesehen. Den habe ich einfach nicht gesehen, weil der zu klein war und die hat ihn halt mit sich rumgeschleppt und mir ist das halt nicht aufgefallen. Haben da schon einmal sieben Stück, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück. Sieben Stück haben wir. Ich bin richtig happy. Unsere Verpaarung hat geklappt und jetzt habe ich meine allerersten, also meine zweite Mal jetzt meine eigenen Jungtiere. Da bin ich richtig glücklich drüber. Dass ihr mal seht, wie die gerade auf Lauer ist. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Warte mal. Habe ich jetzt richtig gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 haben wir jetzt hier drinnen. 3 bis 4 Stück könnten noch hier drinnen sein. Sagen wir jetzt mal, im Groben, wenn sich keine versteckt hat. Dann hätten wir 14 bis 15 Stück. Das ist eine super Ausbeute. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Cut wieder. Oh Leute, guckt euch diese Scheiße hier an. Guckt euch diese Scheiße an. Alle eingegangen und ich weiß nicht warum. Wir haben Luftfeuchtigkeit da drinne gehabt. Es gab keine Staunässe. So machen es andere auch im Internet. Bei mir klappt es nicht. Es will bei mir aber nicht funktionieren. Ach, so eine Scheiße. Falls jemand da draußen Ideen hat, kann er sie mir gerne schreiben in die Kommentarleiste. Mir gehen langsam die Ideen aus. Ich habe jetzt noch zwei Spiderlinge oder drei, die sind noch bei der Mutter drinne, die lasse ich da jetzt auch drinne. Ich gehe jetzt kein Risiko mehr an. Und ich glaube, es wäre auch von Anfang an schlau gewesen, die einfach bei ihrer Mutter zu lassen, bis sie eine gewisse Größe haben, dann hätte ich sie rausnehmen können, ich Idiot. Da wir ja diese berechtigte Niederlage hatten mit dem Eiersack, kann ich aber gute Neuigkeiten mitbringen. Drei Spiderlinge leben und gedeihen. Die wachsen hier auch bei der Mama ziemlich gut. Einer ist da unten, einer sitzt da oben und einer ist da gerade am Runterlaufen. Die drei haben überlebt und dann hoffen wir mal auf die neue Verpaarung, da wird es genauso machen. Also egal welche Spinne jetzt, ich lasse die Babytiere drinne. Und hole das danach raus. Ist besser. Ja, das war's schon von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Like nicht vergessen. Und kommentieren auch nicht. Ja, meine ich doch. Und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.